eine zivilisatorische Errungenschaft und die sollte man nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte setzt sich mit strategischer Prozessführung für Grund- und Menschenrechte ein. Das heißt, wir versuchen vor Gericht Grundsatzurteile zu erstreiten, die über den Einzelfall hinausreichen. Wir setzen uns für die Versammlungsfreiheit ein, gehen gegen überbordende Überwachung durch Polizei und Geheimdienste vor. Wir setzen uns auch für gleiche Rechte und soziale Teilhabe aller Menschen ein. Und in vielen Fällen geht es darum, dass wir vor das Bundesverfassungsgericht kommen und verfassungswidrige Gesetze dort für nichtig erklärt werden. Zum Beispiel im letzten Jahr haben wir die gekürzten Sozialleistungen für Geflüchtete vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Die Regelung wurde dann dort für verfassungswidrig erklärt. Und ja, in anderen Fällen geht es darum, ein Grundsatzurteil vor einem anderen höchsten Gericht zu erstreiten. Wir haben zum Beispiel ein ganz wichtiges Equal Pay Urteil erstritten. Da geht es um gleichen Lohn für Männer und Frauen. Und das Bundesarbeitsgericht hat bestätigt, dass Arbeitgeber sich nicht darauf berufen können, dass sie einem Mann mehr zahlen, weil er besser verhandelt hat. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist tatsächlich ein Meilenstein in der Geschichte der Menschenrechte. Nach dem Terror des Nationalsozialismus war man sich einig, dass man eine internationale gemeinsame Werteordnung braucht, die auf Gleichheit und Menschenwürde aller Menschen beruht. Wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die beschreibt in ihrer Präambel die Vision einer Welt frei von Furcht und frei von Not. Und es ist tatsächlich so, dass die Erklärung auch beides vereint, also soziale Menschenrechte und bürgerlich-politische Rechte. Also das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Meinungsfreiheit, ja, ein Verbot der Folter, die Religionsfreiheit, das Recht auf Asyl, aber ebenso eben auch das Recht auf soziale Sicherheit, auf Bildung, auf Wohnraum, auf angemessene Lebensbedingungen, auf faire Arbeitsbedingungen. Also das ist eben auch was ganz Einzigartiges, dass eben auch die Unteilbarkeit der Menschenrechte in diesem Dokument zum Ausdruck kommt. Und ja, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sie ist kein rechtsverbindliches Dokument, also kein Vertrag, sondern eine Resolution der UN-Generalversammlung, aber sie gilt eben in weiten Teilen mittlerweile als Gewohnheitsrecht und auf ihrer Grundlage sind auch ganz viele der internationalen Menschenrechtsverträge, die eben auch rechtsverbindlich sind, entstanden. Und auch viele Verfassungen, ja, leiten ihre Grund- und Menschenrechte auch aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ab. Und gerade für Menschenrechtsbewegungen weltweit ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte immer noch ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Ja, unser Grundgesetz wurde ja 1949 und damit ein Jahr nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Und viele der internationalen Menschenrechte finden sich in unserem Grundgesetz als Grundrechte auch wieder. Ausgangspunkt ist im Grundgesetz ähnlich eigentlich wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die unantastbare Würde eines jeden Menschen. Und in Artikel 3 finden wir auch bei uns das Diskriminierungsverbot, dass eben kein Mensch aufgrund von Alter, Geschlecht, Herkunft etc. diskriminiert werden darf. Und diese Grundrechte, ja, um die streiten wir bei der GFF, aber natürlich auch in vielen anderen Organisationen um ihre Auslegung und auch ihre Weiterentwicklung. Also wenn wir zum Beispiel Verfahren zu Artikel 3, dem Diskriminierungsverbot, führen, dann geht es um die Rechte von gleichgeschlechtlichen Eltern beispielsweise oder um rassistische Diskriminierung bei der Polizei. Oder auch wenn man sich anguckt, die staatliche Überwachung, die hat sich auch weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile viel mehr digitale Überwachung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht musste das sogenannte Computergrundrecht entwickeln. Also
dass der Mensch davor geschützt ist, dass der Staat zugreift auf Handys oder Computer und sich quasi in diese Systeme einloggt und dort ja, Einblick bekommt. Was im Grundgesetz ein bisschen weniger ausgeprägt ist als in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sind die sozialen Grundrechte. Tatsächlich sind sie im Grundgesetz gar nicht so explizit genannt. Da musste das Bundesverfassungsgericht 2010 dann aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip ein Recht auf soziale Absicherung herleiten, also ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Und ja, mit diesem Grundrecht hat das Bundesverfassungsgericht schon 2012 so die niedrigen Sozialleistungen für Geflüchtete für verfassungswidrig erklärt, aber auch den Hartz-IV-Sanktionen gewisse Grenzen gesetzt. Und ja, wir bei der GFF streiten zum Beispiel auch um das Recht auf Wohnraum oder das Recht auf Gesundheit. Und da beziehen wir uns trotzdem auch eben auf die internationalen Menschenrechtsverträge, die diese Rechte sehr viel expliziter enthalten als unser Grundgesetz. Auf dem Papier haben natürlich alle Menschen ein Recht auf wirksamen Rechtsschutz. Zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit klafft leider eine ziemlich große Lücke. Für viele Menschen in Deutschland ist es sehr schwer, ihre Rechte durchzusetzen. Das gilt ganz besonders für Menschen, die arm sind und für Menschen, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben. Wer zum Beispiel wenig Geld hat und sich keine Verteidigung leisten kann, der hat im Strafverfahren sehr viel schlechtere Chancen auf einen Freispruch. Das muss man einfach mal so sagen. Und eine Pflichtverteidigung gibt es eben nur in sehr schwerwiegenden Fällen. Und ja, auch Menschen, die hierher kommen und Schutz suchen, die haben es schwer. Sie kennen die Sprache nicht, sie kennen ihre Rechte nicht. Und das Asylverfahren wurde immer wieder so reformiert, dass die Fristen immer kürzer wurden, es immer weniger Rechtshilfe gibt. Und das wird sich eben mal verschärfen, dieses Problem mit der Reform des europäischen Asylsystems, mit Verfahren an den europäischen Außengrenzen und eben kaum Rechtsschutz. Also damit wird die Durchsetzung des Rechts auf Asyl eigentlich faktisch unmöglich gemacht. Und ganz besonders schwierig ist es für Menschen, die ohne Papiere, also ganz ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland leben. Ich sehe die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Deutschland tatsächlich in einem noch nie dagewesenen Maße bedroht und in Frage gestellt. Gerade für Migrantinnen und Geflüchtete gibt es ja so einen Wettlauf nach unten. Ihre Sozialleistungen sollen gekürzt werden. Sie sollen weniger Privatsphäre haben. Sie sollen schneller und länger inhaftiert werden. Sie sollen schneller abgeschoben werden. Selbst das Recht auf Asyl an und für sich wird ja schon in Frage gestellt. Und gleichzeitig sehe ich, dass in Deutschland viel zu wenig passiert, um die sozialen Versprechungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte umzusetzen. Also die sozialen Rechte, wie das Recht auf einen angemessenen Wohnraum. In vielen deutschen Städten herrscht Wohnungsnot. Die Menschen finden keine bezahlbare Wohnung mehr. Oder die eine angemessene Gesundheitsversorgung. Also unser Gesundheitssystem ist marode, man bekommt keine Termine, man ist in überfüllten Notaufnahmen, es fehlt an Personal, ebenso an den Schulen. Also unser Bildungssystem benachteiligt massiv Kinder aus bildungsfernen Familien. Kinder mit Behinderungen bekommen keine angemessene Bildung. Und ja, ich denke, wir sollten uns heute mehr denn je auf die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zurückbesinnen, denn sie sind eine zivilisatorische Errungenschaft und die sollte man nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen.